Servus Leute, hier ist wieder Poke und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem heutigen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar seht ihr, es geht weiter mit dem Thema Pack-Openings, Tinboxen öffnen. Beim letzten Mal ist das Video einfach so abgekackt, weil meine Handykamera voll war. Deshalb gehe ich hier nochmal kurz auf die Karte ein. Ihr seht schon, im letzten Mal auf jeden Fall auschecken, haben wir dieses Glurak gezogen. Es sieht so unglaublich schön aus. Von den Rändern her finde ich auch, das hier eigentlich echt gut. Das ist relativ zentralisch. Von hinten habe ich mal geguckt. Irgendwie keine Nicks oder sonst irgendwas, wo wir hier sehen. Sieht alles auch sehr gut aus, auch zentral. Also sehr, sehr geil die Karte. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare sagen, ob die überhaupt irgendwas wert ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Was wir jetzt aber heute machen, und zwar geht es weiter. Ihr seht es hier schon unten. Wir öffnen die Samasenta Tinbox. Und zwar machen wir das Ganze jetzt hier einfach auch. So. Wir holen das Samasenta als erstes raus. Probieren hier natürlich wie immer keine Kratzer reinzumachen. Und so, hier seht ihr das Samasenta. Sieht auch sehr, sehr geil aus mit wackerer Schild und Überfall-Tackle. Sehr, sehr sick. Finde ich zumindest, auch wenn ich persönlich, dass ich eher Team Zacian, also Zacian bin. Wo wir später nochmal drauf kommen. Hier seht ihr es nochmal. Samasenta. Das stellen wir hinten vor das Absol, neben das Glurak. Und was wir jetzt machen, das kommen wir auf die Seite. Wir holen hier raus, wir haben Clash der Rebellen. Clash der Rebellen. Grauen der Lichtfinsternis und wieder ein Stunde der Wächter-Set. So, dann machen wir das hier einfach mal auf die Seite. Und wir fangen an mit, ich würde sagen, Clash der Rebellen. So, wir legen die drei Sets hier hin. Das Ganze ist fokussiert auf Grauen der Lichtfinsternis. Ne, wir machen jetzt erst einen Clash der Rebellen auf, habe ich gesagt. Dann machen wir das auch. So. Ich hoffe, Part 1 hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat auch alles gepasst, so vom Fokus. Und ich habe nicht mal irgendwie was komplett Failhaftes abgefilmt. Und ja, wisst ihr, wie das ist. Ich hoffe, das war für euch alles in Ordnung. Hier nochmal ein Code. Ich brauche die nicht. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, das passt auch nach wie vor nicht, dass wir eine Überraschung erleben wie beim Evolution Set. Passt wunderbar. Wir haben die Wasserenergie. Das Ganze ist auch auf dem Fokus. Perfekt. Wir haben die. Oder ist es fokussiert? Komm schon. Ja. Wir haben die Wasserenergie. Wir haben Olivia. Wir haben ein Luxio. Wir haben ein Phandra. Okay. Ein Raupi. Ein Corazon und, oh mein Gott, ich sehe es ja schon so ein bisschen den Rand da oben. Ein Lichtel. Wir haben ein Shinux. Ein Klonkett. Ein Reverse Rare Xatu. Und ihr seht es hier unten schon. Oh, was kommt? Ein Sanaconda V. Sehr geil mit Sandfresser und Sandhauch. Das kommt natürlich auch direkt hier in deine Folie rein. Und das stellen wir hier rechts an den Rand. So, dass ihr nochmal im ganz scharfen die Karten seht, während ich hier kurz die ein bisschen auf die Seite packe. Machen wir das dahin. Den Stapel erweitern wir hier nach oben. Und ich würde sagen, wir gehen mit Sonne und Mond Stunde der Wächter weiter. So, das machen wir auch auf. Wir haben hier ein Stornaira direkt vorne drin. Das kann auf die Seite. Das genauso. Wir drehen einmal um. 1, 2, 3 und 4. So, ich sehe gerade schon noch so ein Fitzele. Das machen wir auch weg. Und wir haben einmal eine. Oh, immer die falsche Hand. Tut mir leid, Leute. Die Wasserenergie. Hala. Oh, dass der Fokus da ist. Komm schon. So. Hala. Oh, ein Firnontor. Das sieht auch sehr, sehr geil aus mit wütende Scholle. Und Knirscher. So, ich hoffe, passt für euch. Gehen wir jetzt mal ein bisschen näher ran. Ein Ultrigarier. Ein Scharnierer. Ein Lilminip. Ein Unratütox. Ein Macholo. Ein Kleinstein. Ein Reverse Rare Pampam. Und ein Tohaido Non-Rare. Guckt euch mal das Art an. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. So, das kommt dahin.
Das kommt hier drüben auf den Stapel. Ihr kriegt wieder den Fokus nach da hinten. Und wir nehmen jetzt, wir haben noch Clash der Rebellen. Und wir haben noch Grauen der Lichtfinsternis. Und wir gehen jetzt hier mit Gorthrom. Weil ich Gorthrom wirklich sehr, sehr mag. Nehmen wir das als erstes. Dusselgur haben wir hier vorne. Das kann weg. Codecard für euch. So, zack. 1, 2, 3 und 4. Gehen wieder hier ein bisschen rüber. Wir haben eine Finsternis-Energie. So, Focus ist da. Wir haben einen Pokéball, ein Pelipper, eine Tempo-Energie, ein Dusselgur, ein Galar Flampion, ein Bremova, ein Sichlor. War früher auch mal eins meiner Lieblings-Pokémon hier mit Schwertanz und mit blendende Sense. Ein Nasgnet, ein Reverse Rare Bronzong und ein Holo-Drapfel. Also ja, wundert euch nicht, wenn ich hier teilweise mich über Karten freue, die wahrscheinlich überhaupt nichts wert sind, wo ihr auch denkt, hä, was will denn der eigentlich da hinter der Kamera? Aber ich freue mich über jede Karte, die auch nur ansatzweise glitzert, und Drapfel ist an sich auch ein sehr, sehr cooles Pokémon, finde ich. Daher kann man sich über sowas auch ruhig mal freuen. Daher machen wir das hier. Ja, ich will das jetzt nicht eigentlich vor eine Wii-Karte stellen, aber wir machen es jetzt einfach trotzdem vor das Evoli hier drüben. Das stand bisher am längsten da. Und machen die hier alle auf die Seite. Ihr kriegt wieder den scharfen Zoom, um das Glurak da hinten und das Glumanda zu bestaunen, das wir in Part 1 gesehen haben. Also auf jeden Fall auschecken. Und wir machen jetzt auf Grauen der Lichtfinsternis. So. Wir sehen hier direkt ein Schneebedeck. Ich habe auch keine Ahnung, ob die Sets irgendwie teilweise besonders gut sind oder sonst irgendwas damit. Aber ich weiß nur, Evolutions hat sich auf jeden Fall. Das war sehr geil. So, dann haben wir falscher Arm. So, der Fokus, eine Kampfenergie. Wir haben ein Dedenne. Wir haben ein Chevrum. Sieht sehr, sehr geil aus. Kommen wieder ein bisschen näher. Wir haben ein unbekanntes Fossil. Okay, wow, unbekanntes Fossil. Ich glaube, ich sehe da ganz schön viele Fossilien, oder? Ich glaube, wir haben dann Lilip, wir haben dann Ammonitas, wir haben dann... Gute Frage, was das alles ist. Wir haben hier das Schneebedeck von vorhin. Wir haben ein Purmel. Wir haben ein Wuffels. Wir haben ein Algit. Ein Knet Leufeo. Ein Zygarde Reverse Rare. Sieht sehr geil aus. In der 50% von, glaube ich, dürfte es sein. Mit Friedensstifter. Und wir haben zuletzt ein Toxicroak Non-Holo. Also einfach kommen. So, das Zygarde. Das machen wir auch hier in eine Folie. Und dann, auch wenn das jetzt nichts so Besonderes ist, Zygarde ist ein legendäres Pokémon, finde ich sie doch ziemlich cool aus. Darf das hier vor das Inteleon. So, was wir jetzt machen, wir sind jetzt bei 8 Minuten angekommen. Ich würde sagen, wir öffnen hier noch das Gorthrom-Set. Dafür einen kurzen Augenblick. Machen das hier wieder so. Wir machen das hier wieder zu, dass der Hintergrund uns erhalten bleibt. Machen die Karten auf die Seite. Und wir tauschen jetzt quasi so gegen so, dass der Hintergrund bleibt. Und wir öffnen die Gorthrom-Box. So. Gorthrom, auch hier wieder die Möglichkeit auf ein Evolution-Set. Komm schon. So, Gorthrom, wie ich vorhin schon gesagt habe, mein Lieblingsstarter aus Gala. Schaut es euch an. Waldschmaus und Holzhammer. Komm schon. Da haben wir es. Sehr, sehr geiles Artwork. Meiner Meinung nach. Und hier kommt in die Folie das Gorthrom. Und das machen wir jetzt vor das Sanaconda da drüben. Ihr seht schon, das Glurak will ich ungern weghauen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist hier los? Ich hab's schon gesehen. Ich glaube, ihr habt es auch schon gesehen. So, die Box, die mache ich diesmal direkt zu. So, sorry, ich bin kurz an den Tripod gekommen. Komm jetzt. So, wir haben hier ein Schwert- und Schild-Set, ein weiteres Schwert- und Schild-Set, ein Welten- und Wandel-Set und
Ein erneutes Evolutions Booster, diesmal mit einem Glurak Y. Mega Glurak Y vorne drauf. Das werden wir, glaube ich, diesmal wirklich nicht öffnen. Das kommt jetzt hier einfach neben das Turtok. Hier also ein Rand. Und wir öffnen daher nur die drei Sets. Das werden wir erstmal weglassen. So, wir fangen jetzt an mit Schwert und Schild. Also wieder ein Kloptopus, wo ich immer noch nicht weiß, wie die letzte Entwicklung heißt. Das machen wir weg. Das kommt genauso weg. Eins, zwei, drei und vier. So, Gortrum, mal schauen, ob du mir irgendwelches Glück bringst, außer dich selber. Gut, Evolution Set hast mir schon mehr als Glück gebracht, daher. Gucken wir mal, wir haben hier die Giftenergie. Wir haben einen Hypertrank, eine Zitrobeere, ein Kranowitz, ein Kloptopus, ein Wurmball, ein Kamehaps, ein Rhyhorn, ein Micro, ein Reverse Rare Lumpy und ein Ma Marithelit. Non-Rare Common. So, dann kommst du auf die Seite. Wir machen hier das Welten im Wandel-Set auf. Als nächstes. So, du kommst dahin. Wir haben wieder ein Cosmo. Cosmog. Aber wir gehen erst hier 1, 2, 3, 4. Wir haben als allererstes eine Wasserenergie. Wir haben ein Drakium Z. Sehr, sehr geil. Sieht irgendwie nice aus. Ein Aranestro. Eine Zugenergie. Ein Cosmog, das wir vorhin schon gesehen hatten. Ein Enton. Oh je, typisches Enton mit seinen Kopfschmerzen, wie es das immer hat. Nicht so toll. Ein Knackleon. Ein Myrapla. Ein Geronimatz. Ein Rare, Reverse Rare Geronimatz und ein Common Xatu. So, dann kommen wir zum vorerst letzten Pack für heute. Zwar ein erneutes Schwert- und Schildset, diesmal mit Samazenta drauf. Und das werden wir jetzt öffnen. Dann haben wir es auch für heute schon wieder, leider. Beziehungsweise ihr habt es für heute. Ich mache vielleicht noch weiter. Das kommt weg. Eins, zwei, drei und vier. Und wir haben eine Feuerenergie. So, Focus and go. Focus. Großes Amulett. Ein Golking. Ein Chimsticks. Okay, die zweite Entwicklung von Gortrom. Beziehungsweise von Grookey. Von. Wie heißt denn die erste Entwicklung nochmal? Chimpep. Da haben wir es doch. Auf dem Chimpstick steht drauf. Chimpep. Ein Rhyhorn. Micro. Krabby. Chimpep. Da haben wir es, wie wir es gerade gesagt haben. Upsala, das war nicht gemeint. Ein Parmoli. Ein Roselia. Und ein Sanaconda als letzte Karte von diesem Opening. So, das Roselia nochmal. Nichts Besonderes. So, jetzt haben wir hier im Hintergrund noch dieses Evolution Set, dass wir öffnen werden, nicht öffnen werden. Wir werden es nicht öffnen. Aber wir haben jetzt hier trotzdem eine schöne Glurak-Familie. Wir haben einen Glumanda, wir haben einen Glurak-X und wir haben einen Glurak-Y. So, Leute, ich bedanke mich diesmal fürs Zusehen. Ich hoffe, Part 2 hat euch ebenso gefallen. Das gleiche gilt auch für Part 1. Da konnte ich leider kein richtiges Outro machen. Und ja, deshalb mache ich es einfach für jetzt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich würde mich freuen über ein Like und ein Abo. Kostenlos könnt ihr natürlich eben auch abonnieren. Liken ist genauso umsonst für euch, wenn euch das Video gefallen hat. Empfiehlt mich auch gerne weiter. Zeigt es euren Freunden. Gerade wegen diesem Glurak-Pool in Part 1. Und auch generell wegen der zwei Evolution-Set, dass wir die gezogen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich das Ganze aufgenommen habe. Ich hoffe, es passt für euch auch soweit von wegen die Karten und wie ihr es seht und das im Hintergrund. Und ja, ich würde sagen, macht's gut, haut's rein, euer Poke, ciao.